Ich rauche nur gute Zigarren, nur kubanische Zigarren. Freunde, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe und wie oft ich dabei schon die Stirn gerunzelt habe, kann ich euch gar nicht genug sagen. Diesem Video soll es darum gehen, ist die kubanische Zigarre die beste Zigarre? Sind das die besthergestellten Zigarren? Warum ist dieser Mythos, Kuba ist das Beste? Bla bla bla. All diese Fragen beantworte ich euch und nebenbei gehe ich noch auf eine Zuschauerfrage ein, aber mehr dazu sehen wir gleich im Verlauf des Videos. Also Freunde. Heute dachte ich mir, passend zum Thema Kuba, rauche ich mal eine Hoyo. Ja? Hoyo ist eine Marke, die sehr, sehr underrated ist, weil die halt von ihren größeren Firmen wie Cohiba überschwemmt wird. Thema des Videos ist ja Kuba. Da habe ich mir gedacht, erzähle ich euch erstmal, während ich die Zigarre vorbereite, gucke, ob die zu fest gerollt ist, ein bisschen was über Kuba. Völliger Schwachsinn. Ich werde euch jetzt nicht voll labern über die Geschichte Kubas. Ich werde euch nur kurz erzählen, die durchschnittliche Herstellung einer Zigarre in Kuba dauert schon lange, weil ihr müsst euch vorstellen, der Tabak, das dauert so ungefähr 30 Tage, bis zu 30 Tage, bis der geerntet werden kann. Es kann aber nur pro Tag 2 bis 3 Blätter geerntet werden. Das ist ziemlich wenig im Vergleich zu anderen Herstellungsländern. Aber nichtsdestotrotz hat eine Zigarre, die aus Kuba kommt, immer so ein gewisses Stigma mit sich. Ja? Klar, man sieht Videos online, wie die Dinger in Fabriken gerollt werden. Ihr seht irgendwelche reichen, schönen Menschen, die Dinger rauchen. Aber eine Sache ist dabei immer ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht haben wir ein Beispiel hier. Ein perfektes Beispiel tatsächlich. Die Zigarre ist viel zu fest gerollt. Ich habe fast gar keinen Zug. Was ihr nun denn machen könnt und woran das liegt, das erkläre ich euch jetzt. Passt auf. Also, wenn eure Zigarre mal keinen Zug haben sollte, was bei vielen kubanischen Zigarren des engeren, ja, einfach ein kleinerer Durchmesserformat, das oft passiert, ist, dass sie zu fest gerollt sind. Woran liegt das? Kuba, die Qualitätskontrolle, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt, ja, dann habt ihr eigentlich immer eine Qualitätskontrolle. Das bringt so ein gewisses, ja, Luxusstigma mit sich. Beim Thema Uhren ist das sowas, dass nachdem das Uhrwerk zusammengesetzt wurde, die Uhr wird auf Ganggenauigkeit getestet, auf Wasserresistenz, Minute, bla bla bla, auf alles Qualität wird kontrolliert. Der Fall ist aber leider nicht bei kubanischen Zigarren, weil da wird nur sehr sporadisch kontrolliert, das heißt nicht sehr oft und auch nicht sehr gut. Deswegen haben wir leider so Zigarren, die zu fest gerollt sind. Ihr seht schon, ich piek es irgendwie mit so einem Holzspießchen da rum. Was bringt das genau? Naja, es gibt auch Metallwerkzeuge dafür. Da ich allerdings gerade keinen zur Hand habe, habe ich einen Schaschlikspieß genommen. Ihr könnt auch irgendwelche anderen dünnen Sachen nehmen. Hauptsache, die sind nicht zu fett. Ihr solltet jetzt keinen Kugelschreiber reinquetschen, bitte nicht. Und bohrt einfach kleine Löcher hinten in die Zigarre rein. Zug ist schon besser geworden. Wenn ihr Pech habt, ist diese Verstopfung oder Verknotung, wie man auch sagt, einfach ein Blatt in der Zigarre, das, naja, sich irgendwie über ein anderes Blatt gelegt hat. Ja? Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, da kommt keine Luft durch. Könnt nicht ziehen. Den Test könnt ihr machen, wenn euer Kollege neu ist im Zigarren-Game und ihr dem so ein bisschen auf Kenntnis zeigen wollt, könnt ihr euch seine Zigarre nehmen. Gerade mit diesem Corona-Scheiß und so, am besten nicht hinten dran ziehen, aber ihr könnt vorne reinpusten oder vorne dran ziehen. Ihr könnt gucken, ob da was durchkommt oder hinten irgendwo rauskommt, indem ihr euren Finger leicht vorhaltet. Wenn da wenig bis hin zu gar kein Rauch rauskommt oder gar nichts, dann wirst du da leider ein bisschen rumtricksen. Man kann leider nicht alle Zigarren damit fixen, die meisten soll es aber gehen. Ich bohre also ein bisschen einfach hinten drin rum, ihr seht das. Ne? Bin aber dabei relativ vorsichtig, damit ich nicht das Deckenblatt durchbohre, weil ich kann ja nicht genau kontrollieren, wie gerade dieser Schaschlikspieß da jetzt reingeht. Mal gucken. Der Zug ist besser geworden. Das Problem scheint hier wirklich nur am Ende der Zigarre zu liegen. Ja, könnte trotzdem ein bisschen eng werden, aber sehen wir uns das Ganze mal an. Also, die Zuschauerfrage, auf die ich eingehen werde, ich werde sie euch irgendwo einblenden, ist, wie hält man eine Zigarre richtig? Und ich werde sie euch halt, wie gesagt, hier einblenden, dann könnt ihr das mal sehen. Denn es gibt tatsächlich viele Menschen, die denken sich, wie hält man so eine Zigarre eigentlich, damit es richtig aussieht, damit man nicht aussieht wie ein Vollidiot, wie ein richtiger Amateur, wollen wir ja nicht, deswegen gibt es ja diesen Kanal hier. Damit ihr eben nicht aussieht wie Amateure oder für Liebhaber, damit ihr einfach ein bisschen zugucken könnt, wie jemand anders das gleiche Hobby teilt, eure Gedanken teilt und bla bla bla. Die Zigarre hält man, wie man möchte.
Ich würde allerdings nicht empfehlen, die Zigarre irgendwie, naja, so zu halten oder so. Am besten haltet ihr eine Zigarre einfach genau so oder halt den klassischen wie eine Zigarette. Wenn ihr keine Zigaretten raucht wie ich, super, bleibt auch dabei. Haltet die Zigarre einfach so, wie ihr es gerade komfortabel findet. Ihr könnt sie auch wenn ihr links oder seid links halten, das tut sich da nichts. Das Ding ist halt, da es immer wieder, ja, immer wieder Probleme mit der kubanischen Qualitätskontrolle gibt, habt ihr halt zu eng gerollte Zigarren, wie ihr gerade seht. Und dementsprechend überprüfen wir die jetzt mal auf den Zug. Gelinde gesagt ist der Zug scheiße, aber besser kann ich ihn jetzt leider nicht machen. Vielleicht verbessert es auch im Verlauf der Zigarre, vielleicht kommen wir ja zu dem Teil des Blattes, das ein bisschen zu fest gerollt ist und dann können wir da einfach, naja, einfach hinweg drüber hinwegbrennen, das Ding abrauchen quasi. So. Die Frage, sind kubanische Zigarren die besten? Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich den Satz vom Anfang schon gehört habe, dass jemand nur kubanische raucht, weil sie die besten sind. Definitiv nein. Ihr fragt euch sicherlich, was sind denn die besten Zigarren? Oder was ist denn die beste Zigarre? Ganz einfach, die beste Zigarre ist die, die du am besten findest. Ja, das heißt, wenn irgendjemand dir sagt, hey, das ist die beste Zigarre, du musst die unbedingt rauchen, kannst du ausprobieren, aber wenn du nicht der Meinung bist, dann versuch nicht, nur weil jemand der Meinung ist oder irgendein großer Influencer oder irgendjemand in der Zigarrenwelt oder in der Hollywoodwelt sagt, ja, das sind die besten Zigarren, versuch nicht, das nach, dem nachzueifern. Sei einfach ganz entspannt, sei du selbst und wenn du keinen Bock hast, wenn dir die Scheiße schmeckt, dann schmeckt dir der Scheiß, das ist nicht die beste Zigarre. Dementsprechend wäre diese Frage geklärt. Jetzt fragt man sich, warum der Hype um Kuba? Der Hype um Kuba ist folgendermaßen. Der kommt ein bisschen aus Amerika. Das liegt daran, dass Amerika nach Kennedy während des Kalten Krieges ein Handelsembargo mit Kuba hatte und in Amerika nicht so viele Zigarren der kubanischen Art mehr herbekommen konnte. Die konnte nicht mehr kaufen, Einfuhr war verboten, bla bla bla. Und in Amerika gibt es immer noch Restriktionen, was kubanische Zigarren angeht. Das heißt, ihr könnt nicht einfach in Amerika in den Laden gehen und sagen, hey, ich hätte gerne die und die kubanische Zigarre, das geht nicht. Die haben die meistens nicht. Und wenn, dann kosten die halt mehr als in Deutschland. Oder sind halt Zigarren, die gemixt sind mit kubanischem Tabak. Aber nicht voll kubanisch. Das heißt, vielleicht ist nur die Einlage oder sowas kubanisch. Das ist auch blöd. Man will ja, wenn man eine Kubanerin raucht, eine ganze Kubanerin. Du willst ja auch, wenn du eine Ferrari kaufst, nicht einfach nur einen Twingo haben mit einer Ferrari-Motorhaube. Geht ja auch gar nicht, ne? So. Was kann man allerdings tun, um, wenn man sagt, ja, Kuba ist ganz gut, mir gefallen diese etwas, der kubanische Geschmack von Zigarren gefällt mir. Was kannst du tun, wenn du sagst, hey, ich möchte ein bisschen, ja, so ein weiteres Spektrum bekommen. Ja, einfach ein bisschen, ja, einfach ein paar mehr Zigarren kennenlernen. Bleib nicht beim Gewohnten. Ja, ist ganz einfach. Bleib nicht beim Gewohnten. Geh in den Laden und kauf dir von mir aus eine andere kubanische Zigarre oder kauf dir einfach mal eine aus Nicaragua, aus der Dominikanischen Republik oder wo auch immer du, New Mexico, Mexiko-Deckblatt, was auch immer, ja, afrikanisches Deckblatt kann sein. Frag einfach mal nach. Ich habe den Fall gehabt, dass viele Leute, die ich kenne, naja, nicht unbedingt viele, aber ein paar Leute, die ich kenne, auch gut persönlich und enger kenne, die haben immer, wenn die Zigarre rauchen, die rauchen dieselbe Zigarre, sei es aus geldlichen Gründen, ja, ist vollkommen verständlich. Du musst ja nicht unbedingt für 15, 16 Euro eine Zigarre kaufen, ist völlig verständlich. Die bleiben immer bei der gleichen Zigarre, weil die schmeckt denen halt. Ja, die werden aber leider niemals, es sei denn, sie springen über den Schatten, niemals die volle Welt der Zigarre genießen können, da sie sich niemals aus der Komfortzone bewegen. Ist ein bisschen blöd, weil die Welt der Zigarren hat mehr zu bieten, außer kubanische Zigarren. Seien wir ehrlich, Zigarren sind einfach ein schönes Hobby und dementsprechend einfach mal durchprobieren. Ich habe euch jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Dazu muss ich eigentlich gar nicht gucken. Ja, das sind eigentlich Sachen, eigentlich Zigarrenmarken, die ich kenne, die ich euch empfehlen kann, die kubanisch sind, die nicht unbedingt Cohiba sind. Was kann ich euch da empfehlen? Das erste wäre Monte Cristo. Super Zigarren sind ein bisschen teurer tatsächlich, aber super Zigarren, auch manche leider zu fest verarbeitet. Zum Beispiel die Monte Cristo Junior, da habe ich geraucht gehabt am Anfang des Jahres. Kleines Format, boah, gar kein Zug, auch leider nicht mit einem Schachstückspieß zu fixen. Gelaufen. Ja, Hoyo de Monterrey kann ich euch empfehlen. Ja? Dieses Beispiel ist jetzt ein bisschen schlecht. Die ist halt einfach zu eng gerollt gewesen. Ist immer noch ein bisschen zu eng.
Ihr seht schon, da kommt auch wenig Rauch raus. Da kommt vorne mehr Rauch raus als hinten. Das sollte nicht der Fall sein. Allerdings hat Hoyo de Monterrey auch verschiedene Serien von Zigarren, die ein bisschen ja, größere, breitere Formate haben. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Die sind auch gar nicht so teuer. Mit 7 bis 10 Euro seid ihr bei Hoyo echt gut dabei. Die besten Sachen sind natürlich die Hoyo de Monterrey Epicur Nummer 2. Werde ich euch hier auch ein Bild einblenden. Eine der besten Zigarren, die ich jemals geraucht habe. Wirklich eine Empfehlung von mir, wenn ihr auf Cubana steht, die etwas süßlicher sind, angenehmer, nicht so stark, sind auch vom Nikotingehalt, die euch nicht so diesen blöden Kick geben, dann Hoyo de Monterrey Epicur Nummer 2. Ja, das Problem ist, das sind jetzt nur zwei Marken, Monte Cristo und Hoyo. Es gibt noch Partagas. Partagas kann ich euch wirklich empfehlen, auch empfehlen. Partagas hat die Partagas 2, ja, ist eine sehr, sehr, sehr gute Zigarre, die gibt es als Torpedo. Werde ich auch hier ein Bild einblenden. Wenn ihr mal sagt, ich habe 14, 15 Euro übrig für eine Zigarre, kann ja der Fall sein, dass ihr das nicht habt. Dann bitte spart nicht drauf oder spart von mir aus drauf, wenn ihr die Silvester rauchen wollt. Ist eine perfekte Silvester-Zigarre. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe diese 14, 15 Euro übrig, dann kauft euch einfach mal diese Zigarre. Ja, ihr werdet nichts falsch machen können. Das ist zum Thema Marken. Es gibt jetzt noch viele, viele mehr. Romeo y Julieta zum Beispiel, eine super Marke. Auch ziemlich viele, leider enge Zigarren. Das ist einfach ein bisschen blöd, weil die haben ein sehr, sehr großes Spektrum an auch weiteren Formaten, größeren Formaten. Aber die meisten, die du in normalen Tabakwarenläden kaufen kannst, sind leider ein bisschen, ja, ein bisschen dünner. Ja, die einzige Regel bei kubanischen Zigarren ist, nehmt es, wie es kommt. Und scheiß drauf, wenn die Zigarre nicht gut ist, dann könnt ihr sie in manchen Läden sogar zurückgeben. Bei mir in meinem lokalen Tabakladen Wolsdorf, den ich sehr schätze, da könnt ihr die Zigarre immer zurückgeben, wenn ihr sie noch nicht, natürlich nicht bis Ende geraucht habt, aber wenn ihr sie ungefähr ein Drittel geraucht habt und die Zigarre euch nicht zusagt, dann könnt ihr sie zurückgeben. Sei sie zu fest gerollt, sei sie geschmacklich nicht die Erwartung, ist ein super Service und bei einem seriösen Laden sollte das auch drin sein, dass ihr ein Käufer- und Rückgaberecht habt. Gut, ich habe hier noch ein paar Punkte aufgeschrieben gehabt, damit das nicht so ein reines Gelaber wird. Klar, ne? Ich habe noch ein paar Marken aufgeschrieben, die allerdings hochpreisiger sind. Und wenn ihr euch für hochpreisige Zigarren interessiert oder sagt, hey, ich will mit meinen Freunden mal unbedingt, ganz, ganz unbedingt einen schönen Abend verbringen und wir brauchen guten Alkohol, guten Whisky, guten Bourbon, Cognac, was auch immer und oder Scotch und eine gute Zigarre, dann besorgt euch Trinidad-Zigarren. Trinidad kriegt ihr leider nicht in jedem Laden, ist wirklich in Deutschland fast schon schwer zu finden. In den kleinen Läden müsst ihr schon bei großen Verkäufern gehen. Trinidad sind sehr, sehr gut und die sind aber preislich auch sehr teuer. Kommen wir zur Cohiba Behique. Ja, die Cohiba Behique ist eine Zigarre, die ist sehr, sehr teuer. Angeblich die beste Zigarre auf dem Markt. Um die 40, 50 Euro. Ich werde sie euch auch hier einblenden. Hat was, die Zigarre hat was. Habe sie schon einmal geraucht. War sehr gut, aber war für mich nicht die beste. Das heißt, wirklich, kubanische Zigarren sind nicht immer die besten. Fokussiert euch da einfach nicht so sehr drauf, dass kubanische Zigarren die besten sind. Schaut mal rein und findet raus, was für euch das Beste ist, ja. In dem Sinne, habt einen schönen Abend, schöne Woche, schönen Tag, einen schönen Lockdown und eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich werde mal gucken, ob ich die Zigarre noch weiter rauchen kann. Und ja, werde dazu wahrscheinlich noch ein Video aufnehmen hier nach, damit ihr sehen könnt, wie es weitergeht mit der Zigarre, weil Hoyo ist immer ein Versuch wert. In dem Sinne, haut da rein.